Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Pixelmon. Ja, wir haben in der letzten, im ersten Part haben wir einen Bellsprout gefangen, Pokémon Center gefunden und heute möchte ich gerne das Haus machen und noch ein paar Pokémon fangen. Wir gehen am besten hier mal auf den Hügel, schauen uns um. Vielleicht könnten wir auch hier auf dem Hügel das Haus bauen, also Charme hat es ja. Oh, ein blaues. Ja, ich finde es eigentlich hier oben sehr schön. Ja, dann machen wir hier oben das Haus. Und haben direkt ein Pokémon Center nebendran. Sehr schön. So, schöne Musik. Die ist mir sehr bekannt noch. So, wir müssen hier ein paar Bäume fällen. Hier auch noch. So. Also. Ich möchte gerne als Haus ein... Naja. Soll ich sagen, so ein Haus wie... Ich muss kurz denken, in den Pokémon-Spielen gibt es solche Häuser nicht. Ich kann es nicht so gut erklären. Ich möchte einfach so ein Haus, dass man sieht, dass ich ein Pokémon-Trainer bin. Und dazu möchte ich viel Wolle, farbige Wolle verwenden. Und auch viel Glas und so. Es ein bisschen moderner halten. Aber es sollte nicht allzu groß sein, nur das Lager sollte groß sein und das ist unterirdisch. Und wenn ihr Ideen habt, zum ein bisschen noch es designen, ein bisschen umbauen oder so, dann dürft ihr das natürlich auch unten in die Kommentare schreiben. Es ist sowieso ein Projekt, wo ihr wirklich richtig mitwirken könnt. Und das ist auch für mich etwas Wichtiges. Ich bin immer so ein Let's Player, der gerne etwas wünschen lässt. Und ja, dann macht es euch natürlich auch viel mehr Spaß. So, Dele. Ich denke, das reicht mal. Wir machen hier mal noch ein bisschen auf gleicher Höhe die Blöcke, die Erde, damit wir genug Platz haben zum Bauen. Leider sehr viel Erde. Aber dafür haben wir dann einen recht großen Platz. Ich möchte ein bisschen leiser machen, sonst kratzt mir das ein bisschen zu stark in den Ohren. Blocks. So. Ja, so ist es angenehm. Ich hoffe, es ist nicht zu leise. Aber dann habe ich auch nicht so viele Probleme, weil ich momentan eher ein bisschen Kopfschmerzen habe. So, wir müssen aber hier auch noch ein bisschen auffüllen. Ah, das ist ja schnell gemacht. So. Das reicht. Gut. Dann beginnen wir hier mal. Wir nehmen am besten Birchwood. Wenn wir schon so viel haben. Dann können wir gleich mal hier beginnen. So, ich möchte gerne hier anfangen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Machen wir mal 16. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Machen wir mal 16 auf 10. Und jetzt hier noch. So, hier müssen wir einfach schauen, machen wir mal schräg. Ja. So.
Hier könnten wir eigentlich den Eingang machen irgendwo. Machen wir noch eins weiter, komm. Dann haben wir gleich dort eine Türe. Können wir auch noch eine Tür da vorne machen. So, ich möchte nämlich das wieder schräg machen, aber ja, geht eigentlich. Nur hier nicht. So. Sehr gut. Also. Dann müssen wir schauen. Wir müssen den Rand dann wieder wegmachen. Oder. Ja, machen wir den Ding anders dann mit Wolle. Die Wände. Und machen hier dann den Boden aus den Birkenbrettern. Genau. Das ist doch interessant. Also das ist schön, finde ich. Ah. Falsche Blockhausgewehr. So. So haben wir noch mehr. Ich möchte mal was machen. Ich weiß nicht genau, wo das ist. Ich möchte, wo ist das? Rezeptmodus ist an. Mal Profilrezepte noch anmachen. Ich weiß jetzt nicht, was das ist. Global, ja. Ich möchte die großen Fenster da ein bisschen kleiner machen oben. Ich weiß aber nicht wie. Also wenn das jemand weiß, wie man die kleiner machen kann, würde ich es gerne wissen. Dürfte es unten in den Kommentar schreiben. So. Also, nein, wir nehmen das andere Zeugs mit. Kann man das irgendwie abbauen? So. Einen Blattsteinsplitter. So. Da nehmen wir mit. Haben wir zwei Moorstone oder ist das eben noch der gleiche? Hm. Gut. Ich möchte gerne nochmal so ein Starter-Pokémon sammeln. Ja, die Sachen nehme ich immer alle mit und mache dort wieder ein paar Kisten. So. Ja, dann machen wir hier noch ein Waypoint. Dann können wir uns neben Dinge teleportieren. Aber das werde ich natürlich nicht immer machen. Aber das machen wir jetzt mal so, dass wir uns ans Pokémon Center teleportieren dürfen. Aber nicht zum Haus. Dass wir dann immer hochlaufen müssen zum Haus. Und zwischen den Dörfern. Am besten zwischen allen ausgewählten Pokémon Center. Also ich wähle dann ein paar aus und nicht alle. Du kommst wieder rein. Ich habe dich nicht gerufen. So. Dann machen wir uns nochmals eine Kiste, am besten eine Doppelkiste. So. Hierhin. Mal die Erde reintun. Fischzeugs weg. Das, 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 das. Die möchte ich gerne mitnehmen. Das, das. So. Gut. Bisschen Kohle wieder reintun. Wir haben immer noch nichts zum Brennen. Hm. Wir können so schnell Straßen bauen, dann sind wir extrem schnell. Aber dafür brauchen wir sehr viel Gravel. Und das müssen wir jetzt mal holen. Ich möchte noch kurz schauen. Das ist so ein Pokémon Center, das hat keine Tauschstation. Schade. Die Kiste wollen wir nämlich noch mitnehmen. So, Dele.
Eine Schaufel noch machen, das brauche ich unbedingt. Und dann gehen wir auf die Suche nach einem guten Pokémon. Dann level ich die dreimal und dann suchen wir noch ein Sichlor. Das ist meistens im Dschungel anzutreffen. Und ja. So, haben wir alles, eine Kiste könnten wir noch irgendwo hin tun. Ja. Also jetzt dann Apikokos anpflanzen und Gravel suchen. Aber zuerst Pixelmon. Was ist rosa? Yellow, blue, white, das ist rosa. Dann blau. Das sind die da. Green ist da. Ja. Orange, gelb. Gelb. So, und das haben wir noch. White. White haben wir auch schon irgendwo. So. Gut. Schöner Garten. Jetzt zuerst Pokémon sammeln. Und danach Gravel sammeln. Gut. Da haben wir schon etwas zu tun. Ein Sparrow. Also ein Habitat. Nö, das wollen wir nicht. Ein Wasser-Pokémon am besten. Ein Shiki oder so. Mal gucken. Oh, ein Raupi. Mit dem Schwerball. Ein Raupi. Müsste eigentlich funktionieren, weil es wirkt wie ein normaler Pokémon bei leichten Pokémons. Nein, funktioniert. Oh Mann, ich habe keins mehr. Wir müssen dann zuerst machen. Dafür brauchen wir aber noch ein bisschen Eisen. Und ich glaube, ich auch ein bisschen Bauxit. Aluminium wird, also als Bauxit wird Aluminium, genau. Ja, nehmen wir gleich mal den hier. Das ist einer aus der fünften oder sechsten Generation. So. Wenn ich jetzt schlimm etwas abfarme, kann ich das dann auch mit dem Kreativmodus wieder hintun. Ich will einfach nicht, dass die Welt dann zerstört wird. Aber ich werde es dann natürlich nicht schon wieder abbauen. Das ist ganz klar. Ich möchte es so ungecheatet wie möglich machen. Und einfach eben als Notlösung. Gebt mir mal ein paar Eier, vielleicht könnte ich euch dann ein bisschen gebrauchen. Körner haben wir nicht. Okay, lassen wir euch noch hier. Ja, wir haben aber eben nichts zum Einfangen. Hier haben wir Dinge, die müssen wir merken. Schafe. Haben wir hier irgendwo in der Nähe ein Starter-Pokémon oder so? Ja, wisst ihr was? Wir verschieben das mal mit dem Pokémon-Fangen. Wir haben ja sowieso keine Pokébälle. Und erkunden noch kurz hier ein bisschen diese Wiese. Hier könnten wir zum Beispiel ein Ding machen. Hier könnten wir die Farm machen, aber dann ist es ein bisschen zu weit weg. Ja, leider. Okay, dann tun wir ein bisschen Gravel farmen. Schauen wir mal, wo wir Gravel haben. Das ist ein bisschen problematisch jetzt gerade, dass wir alles nicht machen können, weil wir entweder nicht finden oder gerade die Tiere nicht irgendwo einzäunen können. Aber wir haben eigentlich genug Holz. Wir könnten die Zäune dann machen. Muss ja am Anfang noch nicht so groß sein. So, aber ein bisschen Kohle bräuchten wir auch noch. Gut. Ja, wo ist Gravel?
Das ist Marble. Mit dem können wir eigentlich noch nicht viel anfangen. Wie gesagt, einfach bestimmte Blöcke. Mehr auch nicht. Schade, gibt es hier nichts. Limestone. Ein Minum. Dort ist Gravel, aber ich möchte keinen Gravel abbauen, das an der Oberfläche ist. Wir bräuchten so viel Gravel. Hier hätten wir auch Gravel. Ein Psycho-Edelstein, okay. Da ist ein Berg abgeschnitten. Oder wird er einfach nicht genannt? Nein, der ist wirklich so abgeschnitten. Okay. Da könnten wir einen Dungeon reinbauen, wieso nicht? Weil wir gerade hier auch Leben haben, werden wir hier mal ein bisschen abbauen. Das sieht man ja dann später nicht mehr so. So. Also mal alles ein bisschen aufnehmen. So, Dele. Dann noch ein bisschen tiefer. Ja, okay. Hat sich erledigt. So. Könnten wir hier noch ein bisschen gerade machen. Ja, schade, dass jetzt hier ein bisschen schlecht. Das geht irgendwie gar nicht. Da. Naja. Es will nicht. Ja, jetzt haben wir hier eins. Dann machen wir mal dieses Marble hier hin. So, dann wird es eigentlich gehen. Nein, nicht da oben. Da? Ach, komm schon. Ah, komm schon. Es geht irgendwie immer noch nicht. Da ist noch eine. So. Nein, unten. Da ist auch noch eine. So. Wenn wir jetzt den Weg machen. Ja, dann ist hier wieder eine. Ach komm schon, diese Strömungen nerven. Und wenn ich jetzt hier eins runter mache, dann ist es gut. Ja, jetzt haben wir es geschafft. So, Doktorarbeiten am Fluss. Oh Gott. So, hier oben ist das Haus. Jetzt müssen wir schauen, wo wir denn die Zäune hin tun. Wir brauchen einfach viel Platz. Wir machen so viele Schafe. Da? Wir könnten sie hier hin tun. Haben wir auch Schweine dann? Ja, wir machen sie hier. Die Schafe machen wir hier. Und die Schweine dann dort vorne. So, oder? Okay, noch 12 Minuten. Gut. So. Hier noch die Birke. Und hier noch eine Eiche. Die anderen Bäume können wir auch noch ein bisschen drin lassen. So. Also. Was machen wir hier rein? Die Apikos, Birchwood, Clay, Psychic Game. So. Die kommen hier rein. Dann seht ihr auch, was es gibt. Concentrate heißt's und dann kann man schnell laufen. So, wir brauchen. Ja, okay. Wir haben gleich zwei Cobblestone. So eine brauchen wir. Und. Ja, dann ganz viele Zäune.
So. Noch einen oder so. Gut, Zäune haben wir. Schafe haben wir dann dort. Ich möchte gerne ganz auf der Seite die den Zaun machen. Und davor die Dinger. Die Weizen. Damit wir einfach keinen Lärm haben im Haus. So. Maximal bis hierhin. So gut bis hierhin. So. Das, dann brauchen wir Erde, haben wir gerade nicht. Erde hier abbauen. So. Gut, Erde hin platzieren. Ja, schön. Was haben wir hier? Für die Schafe. Eine Umzäunung. Hier machen wir auch für ein Tor. Oder machen es dann zu, wenn wir die Schafe reingemacht, gelockt haben. So, jetzt fehlt eigentlich nur noch der Garten. Hier müssen wir alles aufschütten. So, ja, wir brauchen Wasser zuerst. Water, Wasager. Müssen wir hier hinten durch. Okay, schade. Yep. So. Machen wir am besten dann gleich ein unendlicher Brunnen. Ja, mit dem Eimer nehme ich Wasser-Ding mit. Apikoko mit. Genau. Wieso nicht? Okay, ein Glitchen des Kramogs. So. Da haben wir auch noch etwas. Gut. Da ist es, genau. Ein Pikachu, aber Level 34. Das nehme ich aber, oder? Kann ich das? Kann ich das fangen? Ich will ein kleines Pikachu. Wohin ist es geglitscht? Vorne, oder? Ach komm schon. Da ist es. Ja, aber wieso hast du denn so Angst? Jetzt. Aber leider können wir es nicht fangen. Mist. Ja, genau. Kill mich. So, wir machen hier fliehen. So, wir haben. Okay, wir müssen ein anderes Pikachu denn fangen. So schade. Wir haben wirklich immer noch kein Pokéball. Ach Mist. Also, wir haben Wasser. Wir haben kein Wasser? What the fuck? War das ein Bug? Na schön. Dann gehen wir halt nochmal so runter. Gehen wir halt dreimal runter. Ich habe doch aufs Wasser geklickt und auch Wasser ist mitgekommen. Ah, hier haben wir ein gutes Wasserloch. So, außen herum. Ja, das reicht noch. Gut. Ich will die Parts nämlich nicht länger als Ding machen. So, haben wir hier vier? Nö. So, aus 30 Minuten machen, weil es dann immer länger geht. So, da haben wir. Und jetzt müssen wir hier mal ein bisschen gärtnern. So, Karotten haben wir leider noch nicht. Schade. Wir brauchen noch ein bisschen Körner.
Ja, beim Concentrate ist es ein bisschen blöd, dass man so richtig ja wie unten gesenkt läuft. Dann können wir nicht durch Treppen, durch Türen gehen. Und es ist halt auch sehr schwer zu steuern. Aber wenn wir jetzt lange, gerade, dicke Wände machen, Wege machen, dann ist es relativ. Ja, dann geht's noch. So. Hier haben wir 2, 2, 2, 2. Gut. So, was ist da vor? Ah, das ist der Waypoint. Komm her, Kerne. Ich brauch doch mehr Körner. Ich brauch doch mehr Körner. So, wieso kann man mit manchen Gegenständen nicht abbauen, also nicht die Beeren pflücken? Also ihr dürft gerne Mods machen, wenn ihr das könnt, und es mir dann schicken und ich werde sie dann einbauen. Und sie kommen dann natürlich auch auf dem Server zum Einsatz. Ich werde mich auch ein bisschen erkunden, damit ich auch Mods machen kann. Und dann mache ich es nebenbei, wenn ich da mal Zeit habe. Und so können wir das Projekt dann ein bisschen auch ausbauen. Ich werde einfach ein paar Baumods machen wahrscheinlich. Oder so ein bisschen etwas mit Dungeons, also dass man bessere Dungeons machen kann. So wie ein neues System ist. Jo, also dann werde ich noch ein bisschen über Redstone lernen, damit wir eben den Dungeons auch Rätsel machen können oder Maschinen oder was auch immer. Comment Blocks, wo dann Pokémon spawnen. Und jo, mal schauen. So, da vorne ist das Haus. Jetzt haben wir recht viele gesammelt. Jetzt muss es mal wieder Tag werden, damit wir auch ein bisschen Wachstum haben. Ich werde jetzt mal kurz mit Fackeln aushelfen. So. Also da. So. Hier. Und hier. Jetzt noch mehr. Gut. Da ist 3, das geht noch, das ist noch bewässert. Also, ich mache jetzt noch einen unendlichen Brunnen. Da haben wir noch Zeit, ja, 2 Minuten noch. Wo war jetzt der unendliche Brunnen? Da. Also einmal. Ah, wir müssen nur einmal. Wir machen jetzt einen unendlichen Brunnen hier vorne. So. Einmal ausleeren. Zweimal ausleeren und dann wieder hier rein. So. Ja, genau, bleibt drin. Bleibt doch drin. Ja, ich hoffe, dass die Schweine die Dinge nicht kaputt machen. Die Getreide ernten. Aber ja. Das geht wahrscheinlich. Also danke schön fürs Schauen dieses Partes. Und Kommentare schreiben ist nicht schwer und hilft mir auch viel weiter. Und da könnt ihr auch gerne etwas fragen, etwas wünschen und alles Mögliche. Also, bis denne. Tschüss.